Hallo und herzlich willkommen wieder zu Total War Warhammer 3 als Torek, Iron Bro. Wir marschieren weiter, aber ich habe mir überlegt, wir haben ja 5, wir haben 20, oder? 24. Rune Gold. Damit könnten wir ein paar Charakterrunen machen. Oder Banner. Je nachdem. Also entweder einen Charakter boosten oder ein paar unserer Units. Wiggle Loss ist natürlich nice. Ward Save, Master of. Oh. Ward Save. Ah, okay, du kostest 25. Kann man 25 sparen? Also plus 10% Ward Save klingt schon mal gut. Das hier geht leider nur auf Artillerie und nicht auf irgendwelche Bogenschützen oder Armbrustschützen, die wir haben. Ancestor Rune. Okay. Ja, nee. Brauchen wir nicht unbedingt. Spell Resistant and Physical Resistant. Perfect Vigor ist natürlich auch nice. Nochmal extra Buff. Ich glaube, wir sparen noch 25 und holen uns dann, eine der geilen. Fehlen aber erstmal weiter auf die hier drauf. Ich glaube, das machen wir jetzt schon. Ja, White Battle. Ich glaube nicht, dass deren Settlement Tower die besten unbedingt sind. Das heißt, ich kann das, glaube ich, einrennen. Vielleicht irgendwann noch eine Charakterrune für den. Ein paar mehr Runesmithe. Ein bisschen mehr zaubern zu können. Ein bisschen mehr Runenmagie zaubern, darf man ja nicht sagen, bei den Zwergen. Fort Tower. Man sieht, dass das hier alles Zwergengebiet ist. Ich glaube, wir greifen lieber hier hinten an. Ich habe aber nirgendwo einen Platz, wo ich dich irgendwo unterbringen kann, wo du nicht von den Türmen gemacht wirst. Doch hier. Wichtig lieber hier? Ich weiß es nicht. Die Türme dürfen natürlich weiter anschießen. Du rennst hier hoch. Ich glaube, wenn ich dich hier ganz hinten platziere, outrange auch die Türme. Zack. Und ein paar Zauber. Du läufst hier rein, du läufst hier rein. Start Battle. Warum seid ihr hier nicht drauf? Aber hier. Dieser Strange Times. Also das hier ist doch eine richtig geile Burg. Die Zwergen wissen wirklich, wie man ein Fort baut. Vor allem unter der Erde. Fast. In der Höhle. Wenn sie nur nicht immer zu tief graben würden.
Aber es ist auch witzig, dass perfekt für eine Leiter Platz gelassen wurde. Ja, perfekt. Meine Crawlers leisten auch Arbeit hier. Ruf mal ein bisschen näher ran. Und weil die alle Schilde haben, können die kleinen Pfeilchen, die hier rauskommen, nicht so viel an meinen Leuten ausrichten. Das scheint eine gute Explosion zu sein, wenn ich wegrennt. Hör auf, wegzurennen. Danke. Du. Armor und rein. Taking aim. Das explodiert. Oh, du schießt. Du explodierst hier. Quarrelers. Wer von euch ist hier? Ich kann sowieso keine Magie drauf machen. Okay, Herr Schuss. Kann ich alles mit leben. Rennt mal hinten dran. Bisschen Attacks. Damage. Melee Attack. Kann ich geben, dann trifft ihr, glaube ich, eher höher, statt Schaden zu machen, oder? War es nicht irgendwie so, je mehr Melee Attack man hat, desto mehr treffen sie? So eine seltsame Rechnung wird der Schaden gemacht. Ich glaube, irgendwie so war das. Wird irgendwie der Melee-Attack gegen die Verteidigung oder so gemessen? Komm, ist jetzt unser Gate. Vermost. Kill them all! Los! Jetzt bevor ihr Freunde trefft, rennt mal wieder ein bisschen weiter nach vorne. Da rein, yeeten! Das ist unser Lord. Den sieht man gar nicht, weil der auch so klein ist. Irgendwo hier drin müsste er sein. Ein paar Orks sind auch noch reingemischt. Wo ist er? Da! Frag mich schon mal bei Steam irgendwie dieses laute Beep! Beep! Von den Screenshots leiser machen kann. Jetzt werden wir umrundet. Oh. Wenn ihr hier mal durchbrechen könntet, wäre das echt nett.
Mach mal ein bisschen schneller. Please. Hier sind Zwerge. Zwerge zu sagen, dass sie schneller bewegen. Bestimmt schon irgendwie ein rassistisches Kommentar. Könnt ihr mal ein bisschen... Sind noch nur ein paar Orks. Ihr Zwerge seid doch Experten im Orkschlachten. Okay, Orks sind auch Experte im Zwergenschlachten. Counter sich wahrscheinlich gegenseitig aus. Jetzt. Beide. Und natürlich, wenn wir dadurch brechen, bricht hier auch der Rest. Eine Taube kam gerade durch. Hinterher! Kill sie! Maint sie! Orkfleisch, Speck on the menu, boys! Und es wird zurück. Jetzt regnet es Pfeile von ihren Mauern, die bestimmt mal irgendwann Zwergen gehört haben. Und da kommen die nächsten. Ganz nach hinten zielen, bitte. Oh, oh. Quarrelers! Dass die Orks noch nicht aufgegeben haben. Wir müssen doch mittlerweile Army Losses haben, oder? Ja, Siege Defender, wir kriegen sie. Ja. Schieß auf die Alten. So, jetzt. Bitte bekommt Armin los. Ja, danke. Ah. Keine unserer Units wurde ausgelöscht. Sie haben nur viel Schaden bekommen. Das können wir alles wieder regenerieren. Waren aber auch noch ein Ork Boys hier drin. ...161 durch eure Explosives, das ist not bad. Aber wenn ihr natürlich einfach nur mit... 218. Da überlege ich fast schon, ob ich euch den Homing-Ding gebe. Man kann auch so für Artillerie den... ...Fähigkeit, ja doch, geben, dass ihre Schüsse Homing... haben, also auf den Gegner immer fallen. Jedenfalls habe ich das so verstanden. Welchen Slayer? Ich meine, Slayer sind ziemlich stark, wenn man sie auch richtig einsetzt. Corruption. Kannst du noch was für mich machen? So verstärkst du
Unsere ganze Armee. Hol ich mir einen Slayer und einen davon? Bin damit voll? Das brauchst du hier nicht wirklich. Oder? Nee. Brauchen wir nicht wirklich ein Hauptsettlement? Hier habe ich es nur aufgerüstet, damit wir so schnell wie möglich Querelas bekommen. Zack. Du bist aber auch taktische Nee, du bist nicht taktisch. Keine taktische Location. Okay. In Türen. Aber hier scheinen keine Skaven drin zu sein. Ich hätte hier echt erwartet, dass da Skaven drin sind. Oder vielleicht wird nur deren Skaven-Korruption durch hier die vampirische Korruption überschattet. Hier kommt schon wieder Korn. Blood for the Blood Gods. Skulls for the Skull Throne. Milk for the Corn Flakes. Consider it done. Darkness comes. For Ekanad. Clear War. 1, 2, 3, 4. What it is good for. Settlements zu bekommen. Dafür ist es gut. Ich möchte jetzt mal sehen, wie neue Undead sind. Ich habe noch nicht gegen Untote wirklich gekämpft, seitdem sie verändert wurden. Und jetzt früher zerfallen. Also sie haben weniger Leadership. Und zerfallen früher als sonst. Nicht schneller, aber wenn sie halt den Leadership-Schaden bekommen. Ja, sie haben weniger Leadership. Das ist einfach. Zack. Bevor ich noch 30 Jahre drum rumrede und mich verrede. Und du hast ja dieses Ding, das... Ja. Adds explosive damage that reduces enemy leadership. Das müsste doch gegen Untote absolut busted dann sein. Start Battle. Oh, die Fliegeviecher. Sind wieder am Rumbangen. Zack, zack. Stell ich dich mal ein bisschen so auf, weil es sieht aus, als würde mich hier die Wölfe umrunden wollen. So, dein Leadership ist doch jetzt gleich zerstört. Mit dem Debuff. Du müsstest doch jetzt gleich anfangen zu zerfallen. So, jetzt. Zerfall? Fängst dich wieder. Du zerfällst nicht. Zack, zack. Da, da. Du bist schon am... Nee, du bist noch nicht am Disintegrating. Jetzt bist du am Disintegrating. Aber du fängst dich die ganze Zeit wieder. Ich hoffe, du fängst dich nicht mehr. Nee, ich glaube, du fängst dich nicht mehr. Dann können wir auf die anderen ballern. Ich glaube, du fängst dich nochmal. Oh!
Kannst du über den... Ja, du kannst über die paar Bäume, Palmen, seltsam aussehende Palmen fließen. Ja, schwebt einfach nur rum. Okay. Dann lassen wir so doch mal ein bisschen wieder auf uns drauflaufen. Bist du am Zerfallen? Okay. Jetzt wird auf uns drauf marschiert. Okay, die Fledermäuse sind natürlich direkt auf meine Artillerie gelandet. Es sind so an fliegenden Dingen gut. Sie können gut die Backline disturben. The Sound of Silence. Oder so. Auf sie! Right! Radio! Cheerio, Miss Selfie! Also nach viel sieht diese Fähigkeit nicht aus, aber sie macht guten Schaden. Aber irgendwie hätten sie dem schon ein bisschen cooler aussehen lassen können. Und umrunden. Und sie alle zum Fall bringen. Zack. Die armen Untoten. Erleben sie für so eine kurze Zeit nochmal und dann werden sie von kleinen Zwergen gewohnt. Ja. Das Gute an untoten Armeen ist, sie werden wirklich ausgelöscht, wenn man sie besiegt. Bei anderen Fraktionen ist es ja immer so, die können noch mit der Hälfte des Lebens wegkommen und dann stehen sie da fast nochmal als ganze Armee. Aber so Untoten. Man gewinnt entweder oder man verliert. Wenn man gewinnt, ist alles weg. Beim Verlieren hat man vielleicht genug Schaden gemacht, um einen Haufen von denen auszulöschen. Wenn man sie selber spielt, kann man mit Helden und so weiter so machen, dass die eigenen Untoten fast nicht kaputt gehen. Meiste Zeit sind... Früher waren die Untoten-Fraktionen stärker, jetzt wurden sie ja viel genervt. Von dem, was ich gehört habe. Oder eher in den Patchnotes gelesen. Ganz genau habe ich es mir nicht nur durchgelesen, nur dass sehr viel an ihnen verändert wurde. Die Meister so. Wer wurde alles affected? Glaube ich fast alle Untoten, oder? Also ich weiß, die Vampire Coast glaubt, die Tomb Lords wurden auch affected und ihr auch. Ja, sind alle Untoten. Alle genervt. Habe ich kein Problem damit.
Speed. Hol ich mir auch mal einen Unbreakable. Waren da noch eine große Armee oder war es das mit euch schon? Und ich darf jetzt einfach hier so zack, 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 zack durch. Naja. Ah, da kommt noch eine Armee. Ja, dann ist es wenigstens nicht zu langweilig. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Falls ihr Spaß hattet, lasst ein Like und ein Kommentar da. Man hört sich beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.